Auf das Oktoberfest müssen sie dieses Jahr verzichten. Das traditionelle Weißbier-Shooting fand mit den Stars des FC Bayern trotzdem statt. Die Stimmung ausgelassen. Wie sollte es als Trippelsieger nach einem 8:0 zum Bundesliga-Auftakt auch anders sein? Und schon am Donnerstag kann der Rekordmeister gegen den FC Sevilla im europäischen Supercup noch einen draufsetzen. Nämlich das Quadruple. Wäre auf jeden Fall schön, wobei man sagen muss, dass Sevilla natürlich eine starke Mannschaft ist, die auch schon die Großen mit Real Madrid und Barcelona schon geärgert haben. Und deshalb ist es auf jeden Fall ernst zu nehmen. Sie haben im Finale auch Inter Mailand geschlagen und es wird keine leichte Aufgabe für uns. Der UEFA Supercup, Champions League gegen Europa League-Sieger. Nicht nur auf Seiten der Bayern gibt es also reihenweise Gewinnertypen. Das sind Spanier, die sind Fußball. Ja, fußballstark, die sind sehr gut mit dem Ball und haben die letzten Jahre auch oft die Europa League gewonnen. Und da wissen wir natürlich schon, dass eine starke Mannschaft auf uns zukommt. Aber wir werden uns gut darauf vorbereiten und hungrig sind wir alle darauf, den Titel zu gewinnen. Zuversichtlich macht aus Bayern Sicht auch das neue Traumduo Leroy Sané und Serge Gnabry. Viele sehen Sanabri schon als Nachfolger von Robbery. Es macht Spaß, mit Leroy zusammen zu spielen. Er ist nicht eigensinnig, gibt sich fürs Team. Ich denke, das hat man jetzt bei den zwei Assists gesehen. Wir verstehen uns abseits des Platzes gut, was es auf dem Platz dann, denke ich, auch nochmal leichter macht. Harmonie-Oase FC Bayern. Auch weil im Kader scheinbar einige nicht nur fußballerisches Talent, sondern auch Humor haben. Das ist der Abgefahrenste. Der Abgefahrenste. Ja, muss ich noch ein bisschen erkundigen. Ich glaube, Fonsi ist schon noch sehr, sehr abgefahren. Ich denke immer noch Fonsi. Ich glaube, der lässt es am meisten raus. Sieht man auch im Internet häufig. Personally, I'll pick Thomas Müller. Für mich persönlich ist Thomas Müller der Lustigste. Er hat mit den besten Humor, den ich bisher kennengelernt habe. Wenn der anfängt zu tanzen, das ist einfach herrlich. Ein Anblick, den Alphonso Davies möglicherweise nach einem Erfolg im Supercup gegen den FC Sevilla genießen darf. Ach ja, und dass das Oktoberfest ausfällt, ist für die Münchner ja vielleicht sogar ein Vorteil. Tradition hat während der Wiesn nämlich nicht nur das Weißbier-Shooting, sondern auch eine Schwächephase des FC Bayern.